Moin, Leute! Kennt ihr das, wenn ihr richtig reich sein wollt, aber keinen Bock habt zu arbeiten? Ich bin letztens aufgewacht und dachte mir, boah, wäre das geil, Geld zu haben und den ganzen Tag nur chillen zu können. Und es gibt eigentlich nur zwei Wege, das Ganze zu erreichen. Entweder du gewinnst einmal im Leben Lotto oder du suchst dir einfach einen Sugar Daddy, der die ganze Scheiße bezahlt. Maledivenurlaub, Michael Kors Handtasche, schicke Unterwäsche, all das sind die Sachen, von denen ich jede Nacht träume. Und ich möchte, dass sie auch in Erfüllung gehen. Und deshalb dachte ich, Timon, du brauchst einen Sugar Daddy. Also habe ich versucht, einen zu finden. Ich habe also nach Sugar Daddy gesucht bei Google und das erste Portal genommen, was man da findet, weil, wenn das ganz oben steht, dann sind da wahrscheinlich auch die meisten Leute. So, dann wollte ich mich anmelden. Das Problem dabei, ich bin ja jetzt eher weniger so ein Sugar Babe. Vielleicht sieht man es mir nicht so ganz an, aber mein Gesicht ist, glaube ich, das Hauptproblem dabei. Aber ich dachte mir, wir leben im 21. Jahrhundert. Es gibt eigentlich für alles eine digitale Lösung. Und deshalb habe ich mir eine Face-App runtergeladen, wo ich mein Gesicht so irgendwas digital machen kann, dass ich aussehe wie ein Mädchen. Und das hat erstaunlicherweise funktioniert. Wie gut, sei mal dahingestellt. Aber aus diesem Bild hier wurde zum Beispiel dieses Bild hier. Ja, danke Internet. Es ist ein bisschen sehr weird und verstörend zu sehen, erstmal, wie gut das funktioniert und zweitens, wie ich als Mädchen aussehe. Ich glaube, ich kann jetzt eine große Anzahl an Liebesbriefen in meinen Instagram-DMs erwarten. Dann hatte ich noch dieses Bild hier und aus dem wurde das hier. Ja, ich weiß nicht so ganz, aber ich finde den Effekt mit den Haaren eigentlich ganz cool. Und mein absoluter Favorit, dieses Bild hier, wurde zu diesem Bild hier. Und ich muss sagen, das sieht durchaus realistisch aus. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwo da draußen ein Mädchen ist, die halt so aussieht. Vielleicht könnte die App ja andersrum einfach mal anwenden, um zu gucken, ob die aussehen würde wie ich. Und damit hatte ich eigentlich schon meine digitale weibliche Online-Präsenz. Dem Geldverdienen stand also nichts mehr im Wege. Ich habe mich also angemeldet mit einer E-Mail-Adresse und musste dann mein Profil ausfüllen. Ich habe dann das hier als mein Profilbild genommen, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall das beste Bild. Habe dann nochmal alle als Foto in mein Album gepackt, damit Leute auch was sehen können. Ja, die brauchen ja was fürs Auge. Und das haben sie bei mir einfach. Ach, scheiße, ey. So, da musste man einen Flirt-Text schreiben. Hey, ich bin Jule. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin 19 Jahre jung, Single und studiere aktuell in Köln. In meiner Freizeit gebe ich mich gerne den schönen Dingen des Lebens hin. Lese, höre Musik und fotografiere gerne. Sport ist mir auch sehr wichtig. Ich gehe regelmäßig tanzen, fahre Inliner und halte mich sonst auch fit. Ich liebe gutes Essen und Wein. Schreibe mir gerne, ich freue mich drauf. Jule Herz. Ich würde sagen, damit kann ich eigentlich das Herz jedes Mannes so vor dem Sturm erobern. Sondern habe ich noch so ein paar Sachen über mich einfach ausgefüllt, was ich so in meiner Freizeit mache, wie groß ich bin und so. Und dann musste man angeben, was man da sucht auf dieser Plattform. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr nah dran an einem gewissen Gewerbe. Weil man etwas macht, eine Dienstleistung mit wenig Kleidung, und man dafür Geld bekommt. Ich würde also allen, die das sehen, dringend davon abraten, das zu tun. Macht das nicht. Trefft euch nicht einfach mit wildfremden Menschen aus dem Internet, die euch Geld für euren Körper geben wollen. Kleiner Pro-Life-Hack von mir, aber ich wollte ja zumindest wissen, was mein Marktwert wäre. Und für dieses Video, als Experiment, habe ich das gemacht. Und dann habe ich gewartet. Und erstaunlicherweise kamen dann Nachrichten. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber Leute haben mich gefunden und mein Profil gesehen und sich offensichtlich gedacht, ja, dieses etwas, ja. Wow, du bist wirklich super hübsch. Und dann auch noch aus Köln. Wäre ich dir zu alt? Dankeschön. Ey, sehr, sehr weird, aber ich fühle mich in einer gewissen Form geschmeichelt. Dieser Typ hat mich als Frau gesehen und sich gedacht, ja, die möchte ich kennenlernen. Haha, danke. In welchem Jahr bist du denn geboren? Ich werde dieses Jahr im Mai 50. Was machst du gerade so? Dann bist du ja noch jünger als die Maus. Das ist für mich okay. Ich lese gerade ein Buch, wollte mich ein wenig fortbilden. Excel, Tipps und Tricks für Dummies. Ja, ich kann euch allen dieses tolle Buch nur ans Herz legen. Die Maus ist 50 geworden, er ist jünger als sie, aber nicht viel. Wir sind quasi Zwillinge, Smiley. Wie sind denn bisher so deine Erfahrungen, beziehungsweise was suchst du? Bist du enttäuscht darüber, dass sie eine eigene Fernsehsendung hat und du nicht? Bisher habe ich einfach nur Tabellenkalkulationen gemacht, aber ich wollte das Ganze mal ein wenig ausweiten und statistische Berechnungen durchführen können.
Darauf suche ich jetzt Antworten in dem Buch. Das Mausthema lässt uns nicht locker. Und ich glaube, das, was ich gerade mache, findet er mit Sicherheit auch ganz interessant, oder? Excel, geil! Er ist offensichtlich aber doch etwas neidisch auf die Maus. Etwas, aber einer muss ja der Star sein. Wie sind denn bisher auf der Seite deine Erfahrungen? Wo in Köln wohnst du? Zentrum oder außerhalb? Aber das Mausthema, das hat mich nicht locker gelassen. Verständlich, bei mir ist das auch so. Mein Bruder arbeitet in der ARD als blauer Elefant. Vielleicht sind wir sogar verwandt. Was? Ach so, und dann wollte er mit mir noch bei WhatsApp schreiben. Wäre das nicht irgendwie sehr ekelhaft? Ich weiß nicht, wenn man sich treffen möchte, ist eher nicht so geil auf solche Art, wenn man verwandt ist. Lass uns hier schreiben. Ich lehne WhatsApp kategorisch ab. Die Amerikaner sollen meine Daten nicht bekommen. Hättest du heute spontan Lust, dich zu treffen? Sollten wir dann vorher einen DNA-Test machen? Nur um sicher zu gehen? Ich will wirklich ausschließen, dass wir beide verwandt sind. Aber offensichtlich geht es sehr, sehr schnell zur Sache. Was würde für mich denn dabei rausspringen? Was für eine Art Treffen wäre das denn? Hättest du denn Zeit? Ich könnte so ab 16:30. Und dann dachte ich, ich muss einfach mal hochpokern. Sag mir eine Zahl und ich sag höher oder tiefer. 250. 250 Euro. Wollte er mir für ein Treffen geben? Ja, ich bin ein bisschen geschockt, weil ich glaube, dass kommt nicht selten vor. Ich meine, jeder wie er möchte, aber irgendwie finde ich das sehr weird. Weil ob du deine Dienste jetzt draußen auf der Straße oder im Internet anbietest, ist eigentlich genau das Gleiche, wenn ihr das Gleiche später tut. Aber ich dachte, ich poke einfach mal hoch. Dieser Typ hat dieses Bild gesehen und sich gedacht, der möchte ich 250 Euro geben. Also mir. Und ich dachte, ich poke einfach mal höher. Höher! Für was für eine Art Date? Ich glaube, er war sich selbst nicht mehr ganz so sicher, aber ich habe ihm einen Vorschlag gemacht. Ich würde noch zwei Kollegen mitbringen und wir könnten ein bisschen shoppen und dann was essen gehen. Vielleicht ins Kino. Ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Sorry. Abgesehen ist Kino und Shoppen gerade etwas schwierig. Aber egal. So, ich muss nun mal los. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Ja, komisch, dass der so schnell weg war. Aber ich habe an der Stelle schon andere Nachrichten bekommen. Hey, was findest du denn an meinem Profil interessant und was eher nicht so? Hi, ich finde die Präsentation sehr ansprechend und du hast frei gesprochen und viele Bilder benutzt. Gut, hast du mir noch zwei oder drei Bilder von dir? Für einen Mann mit nur einem Bild ist das ganz schön fordernd. Ich möchte ja eventuell Geld ausgeben, da musst du dich schon auch präsentieren. Ich fühle mich ein bisschen wie so eine Ware im Schaufenster. Wenn so der Typ auf dem Markt hier nochmal eine zum Probieren gibt, komm hier, nimm ein halbes Kilo, packe ich dir ein, zack, weg. Aber für die Typen ist das offensichtlich normal, sich 19-jährige Mädchen im Internet zu kaufen. Nochmal, mach das bitte nicht. Aber ich wollte ja meinen Marktwert wissen, wie viel dieser Typ bereit ist, für mich auszugeben. Mit wie viel Geld kalkulierst du dabei denn aktuell so? Ich warne direkt vor, bei mir gibt es keine Gutscheincodes oder Rabattaktionen. Ein One-Night-Stand, 250 bis 450 Euro, je nachdem, wo es ist und was alles gemacht wird. Was sagst du dazu? Das ist unfassbar konkret und auch gar nicht so wenig. Dieser Typ wollte mich gerade kaufen für 250 bis 450 Euro. 200 Euro Preisspanne ist aber schon ganz schön viel. Ich merke, du bist ein harter Verhandlungspartner. Sagen wir 550 und ich leg noch ein WMF-Topset drauf. What the fuck? Hast du denn bereits Erfahrungen damit, dich zu verkaufen? Warum die Anführungszeichen? Wie möchtest du dich hier gerade rausziehen oder macht es das weniger eklig? Ja, ich habe schon oft meine Dienste angeboten. Meist waren das aber so Sachen wie mit dem Hund Gassi gehen oder Fenster putzen. Und hast du bereits Geld für bekommen? Nee, das nicht. Das würde ich nie tun. Ich habe doch gar kein Gewerbe angemeldet. Da kann ich doch gar nicht in so einer Branche einfach arbeiten. Würdest du aber gerne in dieser Branche arbeiten? Nö, ich würde gerne Tierpflegerin werden. Ich mag Pinguine und Affen. Da könnte ich den ganzen Tag sein. Ganz sicher. Was erhoffst du dir denn von dieser Seite hier? Zwinkersmiley. Ganz ehrlich, einen Mann zu finden, der einen eigenen Zoo besitzt, in dem ich dann arbeiten kann. Dann noch viel Erfolg bei der Suche. Ein Mann, offensichtlich ohne Zoo. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, hier sind reiche Leute auf dieser Seite unterwegs, die viel Vermögen und Privatzoos haben, aber offensichtlich nicht. Hallo, hallo, wie geht's? Geht so, hab Nasenbluten. Oh, nett so toll. Ich hoffe, wird bald wieder. Dann können wir uns ja später unterhalten, wenn du willst. Mach das mal mit deinem Nasenbluten, komm, regel das mal. Aber 20 Minuten später, hab kein Nasenbluten mehr. Cool, jetzt können wir normal miteinander reden. Und ich dachte, auf Knuddels sind merkwürdige Menschen. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen mir schreiben. Typen, die mir Geld geben wollen. Ich habe insgesamt 4 konkrete Angebote bekommen, zeitlich
und geldlich. Die Leute wollten sich heute mit mir treffen. Aber wenn ich wollen würde, könnte ich hier 400 Euro pro Treffen verdienen. Hier meine Vorstellung für ein Date. Im Moment sind ja Treffen durch Corona ein wenig schwierig. Ich schildere es mal so, als ob die Situation normal wäre. Wir treffen uns in einem schönen Restaurant zum Essen. Bei einem Gläschen Wein unterhalten wir uns und lernen uns besser kennen. Vielleicht bringe ich dich auch ab und zu zum Lachen. Wenn die Chemie stimmt und wir uns sympathisch sind, ziehen wir uns an ein ungestörtes Plätzchen zurück. Eventuell schönes Hotel. Und ich verwöhne dich nach allen Regeln der Kunst. Ich halte 400 Euro für angemessen. Ja, das ist ein Angebot. Ab wann muss ich eigentlich ein Gewerbe anmelden, wenn ich so viele Anfragen bekomme? Ich habe ihm aber darauf eine Antwort geschrieben. Ich weiß nicht, ob die ihm so gefallen hat. Ich muss direkt dazu sagen, dass ich leider nicht mehr so gut lachen kann. Habe in meiner Kindheit sehr viel gelacht und irgendwann war einfach alles raus. Ich finde Witze aber trotzdem noch lustig. Keine Sorge. Da war er einfach traurig. Er war einfach ein erwachsener Mann traurig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht und so viele Typen mich kennenlernen wollen. Auf einer Seite fühle ich mich geehrt, auf der anderen Seite komplett ekelhaft. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Schreibt mir bitte eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Aber das war viel erfolgreicher und schneller, als ich eigentlich gedacht habe. Und das schockiert mich ein bisschen. Und dass es so viele Typen da draußen gibt, auch mit Bild, die bereit sind, mehrere hundert Euro für ein 19-jähriges Mädchen hinzulegen. Freunde, ich gehe mich jetzt duschen. Ich glaube trotzdem, ich habe angemessen mit diesen Leuten geschrieben und sie hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Vielleicht sollte ich ihnen die auch berechnen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ach Mann, was mache ich hier manchmal eigentlich? Tschüss.